Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. So, ich bin hier aktuell noch im Pausenmodus, wie ihr seht, aus gutem Grund, weil... Moment, irgendwo hakt da irgendwas. Steuerungstechnisch? Nö, alles gut. Und dann nicht noch ein bisschen weiter drehen? Ich war doch so, wir hatten doch sowas, ne, wie eine relativ frei drehende Kamera hier. Wie ihr hier sehen könnt, ne, wahrscheinlich könnt ihr das sehr gut sehen. Ich habe hier ein bisschen umgebaut. Ja, ich habe das hier hinten, den Bereich, sozusagen, wenn man so will, den Wohnbereich, den habe ich größer gemacht. Habe mich hier so an diese Ecke hier so ein bisschen orientiert. Teilweise auch hier in dem. Das war so schon fast identisch, die beiden Bereiche. Und habe die entsprechende Aufteilung der Wohnhäuser jetzt so angebracht, dass hier, ne, jeweils immer ein Minarett. Ich sag mal so ein Dorfviertel. Ja, das sind jetzt verschiedene Dorfviertel. Vier Stück, vier Viertel, ach was. Dass die entsprechend abgedeckt sind. Hier wäre noch Luft nach oben. Wie man hier ist, also gebäudetechnisch. Ne, hier wären wir noch ein bisschen, können wir hier noch was dran setzen. Da sind noch Kapazitäten frei, die man unschwer erkennen kann. Hier müsste dann aber auch noch, genau wie hier, so ein Geistheiler hin. Ja, die sind, da ist noch jede Menge Bedarf. Das ist noch nicht so ganz optimal. Da werde ich wohl zumindest noch zwei weitere brauchen. Eventuell sogar noch ein bisschen mehr, wie man ja sehen kann. Ja, also die decken ja gerade mal hier diese Gebäude ab. Da ist nichts, hier ist nichts. Da muss ich mal schauen, wie ich das noch so feintune. Aber so eine grobe... Struktur, sag ich mal so, oder naja, schon, naja, noch so, sag mal, so eine grobe Struktur ist schon mal gegeben. Lampentechnisch hat sich da jetzt ein bisschen was verschlechtert. Wir waren bei 90%, jetzt sind wir wieder bei 84% runter in Bezug auf beleuchtete Wege. Wenn man hier einen anklickt, ich war doch nochmal gleich, irgendwie konnte man sehen. Habe ich wieder vergessen. Ja, bringt nichts. Egal, irgendwie konnte man halt sehen, halt, wenn die Gebäude alle irgendwie beleuchtet sind. Nee, also wie so der Leuchtradius ist. Oder muss ich mir da so ein Teil für schnappen? War das so? Ich muss mal ganz kurz mal ausprobieren. Ein Momentchen mal. Ich schnapp mir mal so einen Vogel. Ah, jetzt. Genau, jetzt sieht man das. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Gut, wir haben hier natürlich noch sehr viel dunkel. Na gut, hier. Auch so könnte man noch was machen. Und ich glaube, das Hauptproblem ist aber hier der Bereich. Halt. Na, da muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie gelöst bekomme. Ich kann hier unschwer so eine Lampe so eine, mitten in den Weg bauen. Ich befürchte, da kommen unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die man davon aus, dass die auch existieren, die kommen da nicht durch. Ja, da steht ja dann die Lampe im Weg. Und ich kriege die jetzt wieder weg. Rechtsklick, alles klar. Ja, dann mit dem Rechtsklick ist mal so eine Sache, ne? Weil mit Rechtsklick gibt man ja auch dem Vogel hier vor, wo er hin soll. Und, warte. Noch nicht. Und, gleichzeitig aber legt man damit auch Dinge ab. Ich habe dadurch, dass ich natürlich hier eine Stunde dran rumgebastelt habe, ist ganz einfach so, hat sich natürlich hier so ein bisschen was ergeben. Ich habe zwischenzeitlich mal so ein Dickicht aufgesucht. Wir sind jetzt hier auf 180. Da waren wir meiner so auf 160 oder so um den Dreh rum. Und da habe ich gedacht, komm, ein Dickicht und der Drops ist gelutscht. So. Kaffee muss sein. Ohne Kaffee geht ja gar nichts. Im Augenblick. Naja, dann haben wir das hier auf Maximum schon mal und also zumindest für die jetzige Belegung. Das ist ganz klar. Ne? Eine Person mehr und das ist Geschichte. Ja. Alles. Ne? Also über ne, egal. Ne? Sei es Wasserverbrauch, ja sowieso. Sei es Kohle, also ne, da brauchen wir uns nicht drum zu unterhalten. Sobald wir hier neue Leute dazu nehmen, ist hier mit 180 zu 180 ist der Feierabend. Ne? Das ist ganz klar. Unser Hauptproblem ist im Prinzip ist Wasser. Kohle hat sich etwas gegeben. Moment, wie ihr das vielleicht jetzt sehen könnt. Wir verbrauchen in der einer Stunde 0,7 Einheiten, Kilogramm, keine Ahnung, Kohle. Durch die Ventilatoren 0,2 durch Propeller und 0,5 durch den Zentralventilator.
Produzieren selber aber 0,9 Einheiten durch die Kohlehütte. Das heißt, ich hätte da drauf bleiben müssen. Geht das? Ja, das geht. Oh, das wird sogar angezeigt. Das ist cool. Ah, man lernt immer wieder was dazu. Das ist schön. Das finde ich gut, dass wir das gemacht haben. Da muss ich Daumen drauf geben. Das ist schon nicht schlecht. Ja, also die beiden Sachen hier, einmal die Propeller vorne und die Ventilatoren da rechts und links, die werden durch das, was wir hier an Kohle produzieren, durch die Kohlehütte, wird das abgedeckt. Das heißt, wir haben im Augenblick nur die 0,5 Einheiten durch den Zentralventil. Entschuldigung, die kriegen wir auch nicht weg. Was man machen könnte, wäre natürlich hier weitere Kohlehütten bauen, ganz klar. Wir müssen aber auch wenigstens zwei weitere haben, um das nicht nur zu kompensieren, also die 0,5 dadurch abzudecken, eine würde nicht reichen. Ne? Könnt ihr euch ja ausrechnen, warum. Und wir brauchen also zwei, dadurch würde das dann komplett abgedeckt werden und wir hätten noch ein bisschen Reserve obendrauf. Okay, das dazu. Dann, dadurch, dass ich hier natürlich jetzt stundenlang da gebastelt habe, sind wir hier in dieser Geschichte auch weiter. Ne? Also wir haben jetzt hier den Kohleverbrauch, habt ihr ja gesehen, durch den Propeller um 60% reduziert. Wir haben das gleiche hier im Bereich Auftrieb gemacht. Da waren es die Ventilatoren, genau. Also das waren, glaube ich, sogar die letzten. Egal, einer von den beiden auf jeden Fall. Da haben wir das gleiche jetzt erreicht. Aktuell sind wir dabei, hier für die Propeller den Antrieb um 25% zu erhöhen. Ja, dass da die ganze Geschichte sich ein bisschen schneller fortbewegt. Wobei hier schnell relativ ist. Mehr war, glaube ich, nicht. Also das ist zumindest so das Wesentliche. Und bei der ganzen Gelegenheit habe ich natürlich immer mal ein bisschen Kohle nachgetankt, mal ein bisschen Wasser nachgetankt, weil das ist im Augenblick nicht das, was brennt. Kohle nach wie vor auch, ja klar, logisch, ne? Aber Wasser am stärksten. So, alles andere kriegt man jetzt so einigermaßen gewuppt. Ein großes Problem ist die Geschichte hier mit dem Ressourcenlager. Ich habe nicht mehr genügend Sachen frei, also nicht genügend Lagerkapazität frei, um hier die Lehmziegel aufzustocken, weil er ständig hier durch Holzlieferung und ich glaube Eisen war es, ne? Genau. Die beiden Sachen, die werden ja automatisch geliefert, ist das Ding hier immer voll. Ja, also wenn ich nicht gerade hier großartige Umbauten mache, dann passiert da hier relativ wenig. Und bei der ganzen Aktion hier mit dem Umstellen, da sind gerade mal so 5 Einheiten Holz irgendwie verloren gegangen oder so, also die wurden benötigt. Und ich dann zufälligerweise war ich gerade in der Nähe von so einer Lehmquelle, denk so, ne, schnell ein bisschen Lehm nachtanken, bevor die Fliege überhaupt unten angekommen war das Lager schon wieder voll. Lässt sich natürlich lösen, wir brauchen hier nur weitere Lager zu bauen. Jetzt muss ich gucken. Das hier ist ein ganz normales Lagerhaus, ne? Genau, benötigt aber natürlich entsprechend Auftrieb. Wir haben aber noch ein bisschen Ressourcen. Ach ja, ich glaube, hier, ich hatte ja auch den Auftrieb. Den hatte ich zwischenzeitlich dann auch noch ein paar Prozent verbessert. Daher jetzt wieder ein bisschen Luft nach oben. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ja, damit der Vogel, sag ich mal, so im Gleichgewicht bleibt, müsste ich zwei Lager bauen. Wobei das dann jetzt vollkommen egal ist, ob ich die, oder naja, nicht vollkommen egal, wahrscheinlich nicht, aber so ziemlich egal ist, ob ich die jetzt hier vorne hinsetze oder da hinten. Aber was heißt da hinten? Also ein Stückchen weiter. Ich schau mal. Wir gucken uns das mal eben kurz an. Lagerhaus benötigt 6 Holz und 3 Auftrieb. Das heißt, wir bräuchten 12 Holz, was überhaupt kein Problem ist. Und wir würden 6 Einheiten Auftrieb verlieren. Dann wären wir bei 220 und hätten immer noch 20 Einheiten Auftrieb sozusagen in Reserve. Wäre also machbar. Ja, wir würden also noch so unter Umständen sogar noch das ein oder andere
Häuschen, irgend so ein Wohnblock da hingesetzt bekommen, wenn das erforderlich ist. Weil wir brauchen natürlich über kurz oder lang entsprechende Leute. Was ich, wir fliegen einfach mal, Moment mal, irgendwo war doch hier Lehm. Ich meine da irgendwo, da hinten, ein Lehmvorkommen. Da fliegen wir immer mal hin. So. So, ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz, Entschuldigung, pausieren, weil ich dann doch schon mal hier die beiden Lagerhäuser in Auftrag geben möchte. Einmal da und einmal. Das war jetzt nicht clever. Verdammt. Ja, egal, ist passiert. Ich hoffe, das wird noch einigermaßen. Wir sind nämlich noch zu weit weg. Ich meine, die haben noch nicht angefangen mit der, ja, jetzt fangen sie mit der Bauerei an und ja. Ich hätte warten sollen, bis wir da drüber sind. Ich glaube, das wäre besser gewesen. So, ich schicke die mal los. Dann wird da nämlich auch nicht mal weitergebaut, weil ich habe nicht genügend Leute dafür. Und dann würde ich jetzt hingehen und sagen, nein, das war nicht richtig. Ey, war's. Ja, es fängt schon wieder gut an hier. Ich bin voll konzentriert bei der Sache, wie immer. Ihr merkt das schon. Ich merke das auch. So, bin ich jetzt hier richtig? Ja. Das ist immerhin schon mal gut. So, ja, das sieht schon besser aus. Da haben wir jetzt die Chance, dass wir so ein bisschen Lehm zumindest reinkriegen. Da kommen unsere Fliegerasse auch schon an. Apropos Fliegerasse, ich brauche mal so ein bisschen Verstärkung. So. So 11,1 haben sie mitgebracht. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Hier sieht man es, ne, geht auch schon wieder die Zahlen rauf. Wir sind hier schon bei 392 angekommen. Warz müsste ich eigentlich auch wieder einsammeln. Es ist ein Kreuz. Es ist ein Kreuz mit den Ressourcen hier. So, unser Flieger ist einigermaßen in der Waage, sehr gut in der Waage, glaube ich, so wie ich das hier sehe. Boah, das habe ich wieder ganz gut hingekriegt. Auch so rechts, links oder so ist auch kein Ungleichgewicht. Aha, ich sehe es gerade, wir sind wieder voll. Wenn die Leute abziehen, dann können die jetzt hier. Achso, ja, Moment, Augenblick. Jetzt müssten die ja. Sobald die hier. Nee, Moment. Ich bin mal hier direkt wieder am Start. Denn hier müsste ja gleich die Lagerkapazität hochstellen. Und zwar sowas von. Stimmt, ja. War jetzt so darauf, auf den Gedanken fixiert, du musst mal schnell hier also den Holzstand runterkriegen, also die Lagerkapazität vom Holz runterkriegen, damit du wenigstens ein bisschen Lehm einlagern kannst. Das war jetzt so drin, dass ich natürlich jetzt nicht dran gedacht habe, dass wir natürlich durch die ganze Aktion noch etwas mehr Lagerkapazität bekommen. So. Ja, das geht jetzt hier stufenweise. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Kapazität. Jetzt wird hier erstmal das, was ich hier an Lehm noch abbauen kann, wird abgebaut. Dann wird wieder das zweite Lagerhaus, sofern das noch nicht fertiggestellt sein sollte. Ich glaube nicht. Wird das fertiggestellt und dann hauen wir uns dann noch ein bisschen Quarz rein. So ist jetzt der Plan. So, die kommen gerade angedüst. Und machen ihren Job. Mein Job ist Kaffee trinken. So, wir haben 401 jetzt von 437, die wir immerhin jetzt zur Verfügung haben. Noch zur Verfügung haben. Eisen wird gerade geliefert. Holz wird auch gerade geliefert. Und da gehen die Lichter aus. Nein, ist mir Tag. Alles gut. Alles gut. So. Achso, da wird gerade Kohle produziert. Sehr schön. Ja. Und wie war eure Woche so? Die letzte, alles gut überstanden. Wir haben 419 schon voll. Mein Gott. Ich glaube, das mit dem Quarz kann ich vergessen.
Ja, dann ist es so. Ich lasse die jetzt natürlich nochmal hier Lehm tanken. Wir brauchen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Achso, ich muss ja noch den anderen. Ja, alles klar. Gut, der ist jetzt eher leer. Das haben wir immerhin geschafft. Sehr schön. Jetzt müssten sie. Nee, ich bin im falschen Bereich. Jetzt müssten sie das andere. Was sind die überhaupt? Hallo? Ach da. Genau, jetzt müsste das Ding hier fertiggestellt werden. Richtig. Und da müsste jetzt nochmal sich was tun in Bezug auf Lagerkapazität, wenn ich das richtig sehe. Oder? Hat sie schon was getan? Ich schicke die einfach mal runter. Sind die fertig? Oder nicht? Noch nicht. Wie sieht das? Oh, Propeller verbessert. Dann schnell mal in den Technologiebaum. Was machen wir als nächstes? Könnte bezüglich Tempo natürlich jetzt auch noch hier mit dem Stadtzentrum was machen. Braucht 32 Stunden. Ich könnte, ja gut, das ist nicht ganz so wichtig. Ist auch nicht unwichtig, aber nun gut. Erhöht das Ressort. Das wäre natürlich ein Punkt. Auf jeden Fall. Gut, halte ich mal im Hinterkopf. Wie sieht es im Bereich Ressourcen aus? Windmühle verdoppelt die Produktion von Bauernhöfen. Ja, da brauchen wir wieder Leute für, die ich nicht habe. Das gleiche bei den Wasserfiltern. Das ist alles gut und schön, aber ich brauche erstmal Leute. Ach ja, genau, das war das, was ich nochmal gucken wollte. Hier, ne, von wegen Wasserkondensator, den kann man nicht aufpeppen. Ne? Also man kann so ziemlich alles. Ja, gut, so ziemlich alles nicht, aber ne, so einige Sachen, wie beispielsweise hier Glashütte und so. Da kann man die Effizienz erhöhen. Wasserkondensator, was natürlich sehr wichtig ist, da nicht. Das hat natürlich seine Gründe. Na gut, wir haben natürlich dann durch die Windmühle. Wird nur die Produktion der Bauernhöfe verdoppelt. Und nicht irgendwie in Bezug auf Wasser. Was haben wir hier mit dem Wasser? Ah, da haben wir es. Der Wasserfilter. Der Wasserfilter, der verdoppelt das. Braucht aber zwei Mannequins, ne? Und wir brauchen wieder irgendwie Bauplatz dafür. Gut, das ist jetzt nicht das große Thema, aber wir brauchen Leute dafür. Da hakt es dann dran. So, Lagerung. Da könnt ihr natürlich hingehen und sagen, jetzt hier bitteschön. Dritte Etage. Drückt noch nicht so sehr. Was mit den Flügeln? Ja, wir haben auch den Vertikalrotor. Zeugt Auftrieb, um uns in der Luft zu halten. Moderate Kosten, hoher Treibstoff, das geht schon nicht. Keine Arbeiter, was gut ist, aber hoher Treibstoff, das klemmt so ein bisschen. Da müssen wir hier da auf 60% dann runter sind, das dauert ewig. Vielleicht sollte ich erst das machen. Ich meine, ich kann es anklicken, ne? Es ist so, wie es aussieht. Das heißt, bevor wir das Ding hier überhaupt. Wir können es natürlich auch in 2 Stunden erforschen, wir müssen es ja nicht bauen. Insofern ist das also auch Quatsch. Naja, egal. So, ja gut, also das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Was haben wir hier? So, das gleiche mit den Flossen. Hier haben wir es nämlich so gemacht. Genau, habe ich die Flossen erforscht, aber hier noch nichts gemacht. Wir setzen die aber noch nicht ein. Das wäre hier der nächste Punkt. Sehnsüchte, da war was. Vielleicht verleiht in einem Radius Glaube und erzeugt außerdem Licht, das die Wege beleuchtet, was auch nicht schlecht ist. Brauchen 5 Leute, also auch für einen Betrieb? Für so einen Schrein? Ich meine, der steht eigentlich nur da rum. Hä? Okay. Nun gut. Was hatte ich gesagt? Was wollte ich machen? Wieder vergessen. Grundlegendes war das, ne? Genau. War das hier? Bin ich hier richtig? Wir machen das einfach mal. Dann gehen wir hier auf Tempo. Ready up. Und ich hoffe, das war jetzt richtig. Egal. So. Mann.
Ja, heute ist so eine Quatschfolge. Ja, das ist ganz einfach so. Heute ist Quatsch- und Sammelfolge. Jetzt haben wir das fertig. Alles klar. Dann war ein Tau. Jetzt hier aber runter hier. Damit wir noch ein bisschen Quarz bekommen. Wir sind hier schon bei 33. 3,7 kommt noch dazu. Sehr, sehr gut. Und also, ich muss schon sagen, es ist schon wieder was da. Kann eigentlich nicht. Oder auch holt sich so etwas wieder. Bin mir da nicht so sicher. Kohle geht noch. Wasser, ja. Wäre so eine Sache wieder für Offscreen ein bisschen nachtanken. Und ja gut. Haben in der Folge jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht, gebe ich ja zu. In erster Linie halt, was habe ich offscreen gemacht und hier so ein bisschen Lager gebaut. Was wir natürlich machen müssen, wir haben, ich glaube hier in dem Bereich, haben wir da alle Königreiche abgegrast. Pausieren wir ganz kurz. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Auf die Karte. So. Also wir sind aktuell hier. Tanken da auf. Wie weit komme ich hier raus? So, ein Augenblick. Ich muss mal so ein bisschen gucken. Also wir sind ja hier gestartet. Und ich glaube, bis auf wahrscheinlich das ein oder andere, bis auf die ein oder andere Siedlung oder so, müssten wir hier alles an Königreichen aufgedeckt haben. So wie ich das mit dem Wandteppich, den ich leider nicht aufrufen kann. Nach wie vor. Mit dem Wandteppich, so wie ich das in Erinnerung habe, müsste der Bereich hier abgefrühstückt sein. Da können wir mal ganz kurz durchgehen. Moment mal, so viel Zeit muss jetzt sein. Das sind 2, 3, 4. War das nur 4? Das wären mehr gewesen. Oh. Bereich in diesem Wandteppich. Vielleicht vertue ich mich da auch gerade. Hier sind wir bei 2, 3, auch 4. Wobei jetzt hier nichts ist. Also hier ist noch sehr viel frei. Das stößt mir so ein bisschen auf. Ne? Wir haben ja auch hier, glaube ich, diese was, dieses Teil oder was, die Steilhangwarte. Ich meine, das wäre die gewesen. Die haben wir so im Vorbeiflug dann entdeckt, ne? Weil die relativ so ein bisschen versteckt war und nicht sehr groß. Also ich würde ganz gerne hier nochmal so ein bisschen gucken, ob da nicht noch vielleicht doch noch so ein Königreich rum existiert. Was nicht weiter schlimm ist, weil wir sowieso in die Richtung müssen. Also da hier, das wäre dann so sehr wahrscheinlich wohl das letzte Gebiet, das wir erforschen müssen, nachgucken müssen, wo wir was finden. Ich sehe hier zumindest weiter nichts mehr. Da ist Karte, glaube ich, zu Ende. Hier ist Karte auch zu Ende. Da ist wieder das Anfangsgebiet. Ja, das wäre so der Plan für ab nächster Folge, sag ich mal so. Ne? Also hier, ich tanke jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Ich guck mal, dass wir hier unseren Flieger soweit flott kriegen, also jetzt hier so in dem Bereich. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, ne? Und dann gucken wir uns mal hier so ein bisschen um, ob da noch was ist. Wenn da nichts ist und wir den Flieger dann wieder flott machen müssen für weitere Reisen, dann ist das einfach so. Ne? Das ist einfach, gehört zum Spiel, logischerweise. Ja, gut. Ja, sorry, also jetzt die Folge war jetzt nicht so spannend, ich gebe es ja zu. Aber so ein bisschen strategische Überlegungen anzustellen und so ein bisschen Vorbereitung zu machen, ist halt auch Teil des Spiels. Ja. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, warum hast du uns denn hier das nicht gezeigt? So spannend ist das auch nicht. Ne? Ich meine, ich schnapp mir dann hier so verschiedene Gebäude, bastel die hier, ne, an den Rändern dran, mach hier alles so, wie ich das haben will, damit ich hier weiterbauen kann.
und dann werden die da platziert, wo ich die hinhaben möchte. Ja, also ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Gut. Also wie gesagt, nächste Folge Expedition ins Tierreich. Und ja, dann schauen wir mal, was so alles noch passieren wird. Ich danke. Das ist nicht so. Ich schäme mich ein bisschen. Auch nicht so mein mega spannend jetzt hier war. Ich danke für dein Interesse, für euer Interesse, für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir wieder auf Reisen. Das ist ganz klar. Ne? Also wie gesagt, der Plan steht jetzt. Und ich sehe auch gerade, also Lager ist voll. Ich gucke nochmal so ein bisschen nach Wasser und eventuell ein bisschen Kohle und damit wir dann halt in der nächsten Folge direkt uns auf den Weg machen können. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute, alles Liebe. Nutzt und genießt die Zeit.